Wir sind gerade im Carulla und haben ein paar Sachen gekauft. Unter anderem so einen Becher Soursop oder Guanabana, wie sie das sagen. Das ist so eine stachelige grüne Frucht, die gegen Krebs helfen soll und sonst mega gesund ist. Und es schmeckt mir echt fein. So zitronig irgendwie. Süß und sauer. Und jetzt auch Kerne, darum müssen wir ausspucken. Ah, und heute ist irgendein Slow-Up da oder so etwas. Hat alles so Leute am Joggen oder im Velo. Also wir nehmen jetzt hier am Marathon teil, oder so endet. Wir essen dann. Und ja, jetzt laufen wir irgendwo Richtung San Diego für... Hab ich unten gehört. Ach schon? Nein, es geht doch noch weiter. Das ist schon nicht gut. Mal schauen, wie weit das noch geht. Aber ich glaube, zurückfahren im Taxi oder Metro oder was auch immer. 2 Stunden später. Wir sind jetzt im Pergamino Café und haben jetzt einen Caramello Frappe bestellt. Also Kaffee mit Caramello irgendetwas. Mit Kokosmilch. Gut. Wow, wie bei Starbucks. Ja, Kokosmilch, also... Ich verstehe nicht, warum Leute nicht vegane Alternativen nehmen können. Hat ein bisschen Eisstücke drin, aber ja, ist, er ist mega. Wow, ist das für ein Baum? Spezielle Früchte. Wir sind zur zweitletzten Metrostation gefahren, Sabaneta heisst die. Und laufen jetzt zum Pablo Escobar im Grab. Der soll irgendwo da vorne vergraben sein. Ja, sagt man zumindest. Also das Ganze ist ein ziemlich grosser Friedhof. Da vorne links müsste rechts sein. Seine Verwandten. Ja, das ist er. Und wie ist das Grab von Meski und Pablo? Wenn er wirklich darunter liegt, ich glaube, sie immer noch nicht so, aber... Ja, dann kriegen wir auch nicht. Er hat es gemacht, die ganze Familie, oder eigentlich sind mega viele Familienangehörige von ihm liegen. Ja, aber die einen sind ja vorher gestorben, ich glaube, die haben es dann einfach so ausgraben oder einfach den Stein auch nicht da. Wahrscheinlich. Und es hat noch recht viele so andere gehabt. Ich weiß nicht, ob die. Ja, da haben sie so am Klopfen und halb am Betten. Darum gehen wir es lieber wieder, bevor wir angeschossen werden. So, wo sind wir jetzt? Im Vegan and Veggie. Ja. Ah, Veggie Bowl ist bei mir. Das sieht geil aus. So, nach dem Vegan and Veggie gehen wir jetzt noch ins Ichamia und essen ein bisschen Dessert. Da kommt schon unser Trinken. Okay. Grazie. Also meiner Meinung nach ist es einer der besten Chais in town. Aber ist es vegan? Nein, oder? Das Helder? Ja. Kuchen? Ich glaube nicht. Jetzt sind wir 2 Löffel, weil wir immer alles teilen. Aber eigentlich sind wir das dritte da. Oh. Also das Erdbeer ist jetzt nicht so super. Schmeckt gut. Mhm. Wieso sind die Sprossen drauf? Kommen wir nicht ganz draus. Die Sprossen, das ist eigentlich ein Salat, oder? Am nächsten Tag. Also jetzt bei der Station, was ist das? Ah, das sind die, ja stimmt. Bei der Station Park Berrio und da hat es so Skulpturen, es ist mega viel los allgemein, also sehr viele Leute, sehr viele Stände. Da ist Carino. Und das sind die Menschen, die sind wir lange, oder? Also auf die Brüste oder irgendwo einfach anlangen und das sollte Glück bringen. Und was sind das für Menschen? Also das ist das Centro wie San Antonio. Ziemlich chaotisch. Und als Autisten wie mir ist es nicht so das Wahre. Boah, aber im Manga geil ausgesehen. Oh. Am nächsten Tag. So, wir sind jetzt in Micha. Wir haben ein bisschen lang gewartet aufs Essen. Vor allem haben wir eigentlich nicht so viel Zeit, weil wir gehen nachher auf Guatapé. Gut. Hammer. Aber jetzt ist es gekommen, ja. Es ist Hammer. Hoffe ich. Hoffen wir es auch.
Also wir sind jetzt in Guatapé, besser gesagt ein bisschen vorher, also vor Guatapé. Die Busfahrt ist ziemlich lang gegangen. Hat irgendwie ein Baustück oder einen Unfall oder was immer. Jetzt laufen wir rauf. Also wir haben etwa 3 Stunden zum Fahren. Ist recht streng. Und es ist mal super. Im Wetter, sau heiß und ja, Mittagshitze. Wir haben schon das Klasse geholt und die Tickets. Kostet 20'000 pro Person, das sind 5 Franken. Ja. Und die Vakuna müssen wir auch noch haben. Oh, ich sehe jetzt auch, wir können keine Drohne fliegen, oh mein Gott. Also da irgendwo in Gotthard, also irgendwo rumlaufen. Und genau hinter uns, genau jetzt in dieser Zeit, an diesem Tag sind die Deutschen hinter uns. Oh, und haben wir diesen und schon vorgestern, meint der Rest auch wieder, Skandinavier. Da hat zumindest ausgesehen wie ein Wikinger. Ja. Auch wieder zur gleichen Zeit in einem anderen Kavi. Ja, das verfolgt. Wir folgen uns. Kannst du nicht mehr hören? Nein. Da sind schon 425 Schritte. Fuck. Wir sind auch auf Grantes. Da sieht man stechen. Oh. Schau mal, immer da wird es gute Früchte. Nein. Als Kopf gibt es geile Pinne oder so, aber nein. Jetzt sind wir etwa 15 Minuten hochgelaufen. Aber normal sind wir sicher 20, 25, eher länger. Puh. Also ich habe gezeigt, dass wir die Drohne mitgenommen. Jetzt haben wir fast keinen Platz drum im Rucksack. Und jetzt ist es verboten zum Abfliegen. Was meinst du, wie trotzdem? Nein. Komm, machen wir 1 bis 10. Kennst du das? Oh, 1 bis 10? Ich will die gleiche Nummer sagen. Wenn es die gleiche Nummer ist, dann muss ich abfliegen. 1, 2, 7. Ja, du musst schon sagen. Ja, Reichi! Also nochmal. 1, 2, 3. 4. Fuck, ich hätte echt 3 wollen sagen. Oh mein Gott. Nochmal. Okay, 1, 2, 3. 9. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Es geht ja nicht. Ich muss eigentlich aufs 3 sagen. Okay, das heißt 1, 2, 3 sagen. Ja. Okay. Nein, wenn ich sage, beim 3, wenn es 3 kommt, dann musst du die Zahl sagen. Hä? Okay. 1, 2, 4. Gut, ich fliege nicht ab. Ja, schon geil, so wohl. OSM, nein, so geflüstert. Ja, genau. So, wir gehen jetzt wieder runter. Also wer Lust hat, kann auch mit dem Heli Guatapé fliegen. Schon krass, was denken eigentlich die Vögel, was für ein riesen Ding jetzt auf einmal abhebt? Ich habe meinen Hut nicht befestigt. Nein! Soll ich ihn heben? Nein. Hebt alles, oh, pardon. Die gute Tab an den Finger. Es geht alles gut. Wow! Ja, da vorne hat es einen Bodenschwelle. Aber er bremst ein bisschen, hoffentlich. Ja, jetzt kommt sie da. Oh. Holy shit! Ja, meine auch. Ja. Yep. Oh mein Gott. Wie ist es so? Hammer. Ich muss mich heben. Ja, aber wirklich heben. Er fährt wie ein Kranker. Linkskurve. So, wir sind hier in Guatapé City, also es ist eigentlich eher ein kleines Dörfli. Und da vorne sollte es irgendwo eine ganz Reste haben. Ja, da ist es glaube ich schon Namaste. Wir müssen beide gut. So, wir sind im, wie hat es geheißen? Namaste oder so, glaube ich. Ja, Namaste. Und das Essen ist ziemlich geil. Ich habe einen Burrito und das ist ein Empanada. Und ist gut, oder? Sehr. Du hast gerade ein Stück gegessen, die ich abgeschnitten habe für mich. Das ist was. Ich finde es mich noch schocken. Und das Schokomus bestellt. Das Müsli ist vielleicht noch. Oh, fein, aber. Ja, ist schon recht.
Schon Banane. Das ist unser Smoothie. Okay. Wir haben einen Smoothie noch bestellt, aber den haben sie nie gebracht. Und allgemein, es geht extrem lang. Also wir sind jetzt mindestens schon eineinhalb Stunden da rein, gefühlt. Auch jetzt für das Schokimus zum Dessert haben wir vier Stunden. Viel, ja. Nein, viel länger. Länger? Ich weiß nicht mehr. Ja, kann auch sein. So, wie war das Restaurant? Namaste. Namaste. Sehr gutes Essen und voll die freundlichen Sitzer. Ja. So aufgestellt, immer am Singen. Ja, es ist einfach ein lang gegangen. Ja. Sehr lang. Also, er ist auch allein in der Küche, haben wir gerade verlassen. Ja. Aber trotzdem, kommt daher und bringt einfach ein bisschen Zeit mit am besten. Und dann haben wir noch die schöne Kirche vor uns. Also hier am Strand an der Küste von Guadape ist es extrem schön. Also auch das WC da jetzt. Woher soll ich da jetzt auch gehen? Muss ich eigentlich noch nicht gucken. Das ist nicht so richtig. Mein Gott, ich kann noch nicht gehen. Schon. Es ist jetzt gerade 1-0 für Argentinien, hä? So, wir sparen uns heute Nacht, also das heisst sparen, wir haben am Morgen ein Brot gekauft. Ja. Und das essen wir jetzt nachher zum Nacht. Mit ein bisschen Hummus und Avocado, die wir noch vorgekauft haben. Und jetzt gehen wir so furzen. Also Frau Häfliger, Feedback zu Guatapé. Hat mir sehr gut gefallen, was wir unbedingt gesehen haben. Ja. Aber ja, schon 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Ja, sogar 3 Stunden hier, wenn es Baustelle hat. Ja, also vielleicht sollte man sogar 2 Tage bleiben, je nachdem, was man alles machen will. Ja, weil wir jetzt nichts gemacht von Pablo Escobar Tour. Also wir können Pablo Escobar sein Haus oder seine Villa, die er hat, besichtigen, die dort war. Genau, wie heisst sie? Finca Manuela oder so. Und auch so Jetski fahren und sonst irgendwie noch Wassersportsachen machen. Aber es ist jetzt nicht so. Ja, genau. Aber es war nicht so warm gewesen, darum, ja. Und eben auch von der Zeit her. Wir waren halt die halbe Zeit eigentlich nur im Restaurant dort gewesen, und die andere halbe Zeit sind wir hier oben gewesen, wo der Mufflauf. Aber es hat sich schon gelohnt, ja.